Ja, moins meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einem weiteren Red Dead Redemption 2 Video auf meinem Kanal Matze. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Wir sind hier wieder in unserem neuen Lager. Wir haben hier unser neues Lager aufgeschlagen und wir werden jetzt gleich die nächste Mission angehen. Und zwar geht es oder führt es uns zu Micah Bell. Da wird die nächste Aufgabe. Ich denke mal, wir werden mal wieder irgendwas ausrauben oder sonst was, weil im Groben und Ganzen wird es mal wieder Zeit. Wir haben jetzt ein neues Lager aufgeschlagen, wir brauchen auch irgendwann mal wieder Kohle. Und bevor wir losgehen, schnappe ich mir nochmal schnell was zu essen, denn grundsätzlich wisst ihr ja, ich habe im Spiel Tuberkulose bekommen, bin also nicht mehr so gut drauf. Ich schlag mich quasi so gegen die Krankheit durch. Früher war Tuberkulose übrigens mehr oder weniger ein Todesurteil. Das heißt, der Charakter bzw. Arthur ist ziemlich am Arsch, Leute. Er ist wirklich ziemlich am Arsch. Wir können daran nicht wirklich was ändern. Ich weiß nicht, ob das auch schon was mit dem Ende zu tun hat, dass er vielleicht im Endeffekt daran sterben wird. Aber es ist kein gutes Zeichen. Apropos Zeichen, ich will mal gucken, wie weit wir überhaupt aktuell sind. Ich habe schon lange nicht mehr in den Fortschritt reingeguckt. Und wir sind bei 61%. 61% des Spiels haben wir durch. Also wir haben noch einiges vor uns, aber wir haben auch schon ein gutes Stück des Spiels geschafft. Ich bin immer noch nach wie vor begeistert von dem Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gefällt mir auch deutlich besser als zum Beispiel GTA, meine Freunde. Es gefällt mir deutlich besser als GTA. Oh, Verbundenheitsstufe 2, endlich mit diesem Pferd, sauber. Ja, vom Spielerischen her, von den Missionen her, ist das Game deutlich nicer als GTA. 5 war das letzte GTA 5? GTA 5 war das letzte, naja. Wirklich. Oh Gott, was ist hier schon wieder eine Falle? Boah, Junge. Wir sind entkommen. Hat uns aber ein bisschen Leben gekostet. Das waren die degenerierten, beziehungsweise diese Golems, von denen wir die Basis eingenommen haben. Also unser neues Lager aufgeschlagen haben. So, aber jetzt gehen wir mal. Mach mal. Ah gut, ich brauche den Spot eigentlich gar nicht mehr markieren, aber ich mache es jetzt trotzdem mal noch. Dann wollen wir da mal hin. Dann wollen wir dort mal hin und 61% haben wir jetzt schon. Wahnsinn. Bin gespannt, was jetzt noch kommt. Die letzte Folge war ja auch wieder krass, wer es nicht gesehen hat, Leute. Wir haben John aus dem Gefängnis befreit und das war was, Leute. Das war was. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Leute, checkt gerne mal die Videobeschreibung ab. Dort habe ich die komplette Playlist zu Red Dead Redemption 2 verlinkt. Einfach mal abchecken. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole, gelungene Playlist, meiner Meinung nach. Und das lohnt sich. So, wir gehen jetzt mal rein hier. Was soll der Scheiß? What is your problem, partner? You don't look so good. What is wrong with you? Nothing wrong with me. I'm fit as a fiddle. And I inside you ain't. I'm just a realist, friend. Micah reckons there's a rat. Oh, does he? On what evidence? He's only back a minute. Pinkerton show up. We've been on the run since you two fools went crazy in Blackwater. We barely escaped with our lives in Saint Denis. Now we got a rat. Well, Molly clearly talked, but who else? Maybe we pushed things too hard. Maybe time for folks like us is past. We don't need a rat.
We got sloppier than the town drunk, and they know who we are, and where we are, and what we're doing. Way I see it, best thing we can do is let the week go. Move on, get our money, and start over. That ain't happening. Well, something's gotta happen, and fast. Otherwise, Cornwall, them Pinkertons, they've got us penned in here, and ain't none of them stopping. Well, Cornwall's why we're here. Shall we, Dutch? Yeah, it's time to go. Let's head to the river. Leave Cornwall alone. He ain't. We need money. But revenge? Now? Of course it's for money. Come on, Arthur. This better not be no stupid revenge mission, Dutch. It ain't worth it. Don't be ridiculous. Oh, Arthur, it's just a simple social call. Na, dann mal los. Ein kleiner Höflichkeitsbesuch, Leute. Diese Art von Höflichkeitsbesuchen kennen wir mittlerweile. He has been hunting us since Valentine. He is the reason that Hosea got killed. His sugar business is destroying the people of Guarma. This town, Arthur, it's his town. He bought it just to destroy these folks. His sugar, his oil. His law. These are wrongs that you can't right, Dutch. We're wanted men. So why did you go for John against my wishes? I didn't want him hanged. Neither did I. We're gonna cut a deal, Arthur. What are you talking about? We want out, and Cornwall wants us to stop robbing him, and we all know his money is what's keeping the Pinkertons on our tail. He's America, Arthur. And I want out. And he won't let us go. This ain't making a lot of sense, Dutch. It will, son. It will. A deal, some noise, and then we're gone. Okay, dann mal los. So, meine Freunde. 61%. Krass. Ich habe heute Morgen so gedacht, Ich habe schon ewig nicht mehr geguckt, wie weit wir sind. Wie viel Prozent werden es wohl sein? Ich habe es auf 60% geschätzt tatsächlich. Also ich habe sehr, sehr gut geschätzt. Was ist los? What are you doing? Get back. Arthur, I said get yourself hidden. Ich hab mich doch versteckt, Mann. Warum drehen die so durch? Chill! Die Malvina! I want to thank you for your hospitality, Mr. Cornwall. This was a business meeting, Mr. Milton. We are not friends. I have spent a considerable fortune with your agency and still nothing. This Vanderlyn robs me and laughs at me. I asked for the best. I paid for the best. We are very close, Mr. Cornwall. I know you've heard this before. Can't, sir. Send a telegram to Goldberg in New York. Tell him I won't borrow it more than 3.2%. Sorry, no, I have heard it before. And get that army man to pay his portage charge. Yes, sir. We are doing all we can within the confines of the law. The law? I think we both know what you can do with your law. Find me Dutch Vanderlyn. Bring him here and leave the laws to them as need them. Good day, sir. Come along, Mr. Ross. We have work to do. Mr. Didsbury. Mr. Cornwall. Now listen up, Didsbury. What's all this about strikes? I bought into this mine because of mismanagement. And I intend to make it a success, no matter what the cost. It's the wages. Folk feel that you... feel? Business doesn't give two figs about feelings, sir. Not two figs. It's a nonsense that will bring a plague on both our houses, sir. Perhaps there is a plague on your house already, Mr. Cornwall. What do you want, sir? I'm not quite sure just yet. Your impudence will be your undoing, sir. I'm undone already. Even my best friend here, he thinks I'm crazy. And like this poor fellow you are talking to, my feelings are hurt. You robbed me, sir. And you robbed him. Funny world. You show a criminal's grasp of sophistry, sir. I did no such thing. You kill. I kill. You rob. I rob. Only difference I can see is I choose whom I kill
and rob, and you destroy everything in your path. I've heard just about enough. I'll tell you what. You give me this ship, $10,000, and safe passage out of here, I'll let you live. I'll do no such thing. You sure? Good. I prefer it this way. You lost your man! Noise, Arthur! Noise! So, ich muss mal mein Gewehr reinnehmen. So läuft der Hase nämlich hier. Den haben wir auch. Noch mehr dort oben. So, weiter geht's. Ich kann schon wieder nicht richtig zielen, Mann. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie aus irgendeinem Grund wackelt das die ganze Zeit so. Wo ist er hin? Ich glaube, er ist noch höher gegangen. Hä, warum trifft er denn nicht mehr? So, den haben wir auch. Oh, ey, Junge. So. Manchmal fragt man sich, wo die ganzen Gegner herkommen, ey. Komm, lauf weiter. Shoot that oil wagon!
Weiter! Let's go! Well, at least we tried talking it out. War irgendwie klar, dass es wieder so endet, oder? I felt a lot of guilt in this life, Arthur. I've killed too often and poorly, but not this time, son. Come on! All right, let's head for the hills, boys! They're trying to block us off! Go right! Look out! We got more ahead! We got a time out for you, boy. Huch. On the left! More of the bastard! Ich glaube, die Flucht werden wir hinbekommen. Weiter, immer weiter. Oh, der ist auch schon down. Ich krieg bloß keine Headshots mehr hin. Das Problem ist, dass mein Deadeye leer ist und deswegen so schwankt er die ganze Zeit so beim Schießen. Ich hätte das Deadeye am Anfang nicht komplett ausnutzen sollen. Das war nicht so gut. Haben wir es geschafft, zu entkommen. Dann können wir unseren Lagerplatz ja direkt wieder wechseln. Interesting social call. No, don't play dumb and superior at the same time, Morgan. We all knew, sooner or later. Cornwall had to go. Let me see them papers. It's more attention we don't need. Feels like the whole world's closing in on us. Dutch, it won't be long before they find where we're hiding out now. Especially as we ain't exactly hiding out. We just need a distraction. Buy us some time. It looks like Mr. Cornwall's company has signed a railroad contract with the army. And they're also moving dynamite down from, well, the Annisburg mines to San Denis to resell. And there's bonds at his oil factory. Maybe there's a way to get them off our back and get the money that we need. Mike, you look into this dynamite. Take Bill, I guess. Arthur, you go too. We are gonna need a lot of it. And Mike, we need to talk. Figure out some things. Of course, boss. Figure out what? The plan. Getting out of here. Nothing's changed. It hasn't, huh? There's an old house west of Dearborn. Meet me there when you can, Black Lung. Let's split up. We'll meet up back at camp. Yeah. This is crazy. Seine Augen sehen so ungesund aus, ne? So ungesund. Mission abgeschlossen, ja. Leider nur Bronze, das war klar, weil ich keine Headshots mehr machen konnte. Ich würde 3 berittene Gegner durch Kopfschüsse. Guck, genau da hätte ich nämlich die Headshots gebraucht, aber da konnte ich überhaupt nicht mehr richtig zielen. Und das in Kombination mit beim Reiten schießen, konnte ich gar keine Headshots machen. Erreiche die Pferde innerhalb von 2 Minuten und 45, nachdem Cornwall getötet wurde. Okay, da waren wir halt auch ein bisschen langsam. Aber auch da war das Problem, dass ich teilweise die Headshots nicht so verteilen konnte, wie ich es gerne gehabt hätte. Apropos gehabt hätte, wo sind wir denn jetzt genau gelandet? Ah, okay, unser Pferd ist in der Nähe und auch so, wir könnten theoretisch sogar dahin laufen. Okay, unser Pferd hört uns sogar, ist zwar ein bisschen weit weg, aber es hört uns trotzdem. Ich würde sagen, wir nehmen an der Stelle dann nochmal ein Mittel. Wir essen nochmal was, oder? Ja. Salzenes Wildfleisch, hier, komm her damit. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr, dann haben wir auch wieder Genauigkeit am Start. So. Na, mein Junge, wie geht's? So, wirklich viel Damage gefressen haben wir auf der Mission nicht. Das war gut. Und dann geht's jetzt weiter
zur nächsten Mission am heutigen Tage. Wir ziehen weiter straight durch. Nebenmissionen sind irrelevant. Wir machen oder legen den Fokus komplett auf die Hauptmission. Eigentlich könnten wir aber mal wieder ein bisschen jagen. Ich würde sagen, weil uns geht das Fleisch aus. Uns geht absolut das Fleisch aus. Ich würde sagen, wir versuchen mal hier so ein bisschen in den Wald reinzugehen und gucken mal, ob wir da vielleicht was zum Jagen finden. Ja, so. Ich könnte natürlich auch angeln. Wobei, ich habe, glaube ich, noch relativ viel Fleisch, relativ viel Fisch habe ich noch am Start, glaube ich. Aber das kann ich ja nicht so essen, wenn ich jetzt in meine Tasche reingucke. Was habe ich denn hier so am Start? Wo sind meine Fische? Die sind mich hier. Zerlegen. Was passiert, wenn ich das zerlege? Zartes Fischfilet. Ah, okay. Wenn ich sie zerlege, dann kann ich im Prinzip zartes Fischfilet daraus machen. Das kann ich wahrscheinlich essen, oder? Würfel. Nee, auch nicht. Aber wir haben auch noch Haferplätzchen, 8 Stück. Die bringen auch ein bisschen was. Ich zerleg die einfach jetzt mal alle. Ich habe auch so viele von. Kannst nicht zerlegen irgendwie. Jetzt geht's wieder. Irgendwie muss man immer einmal auf was anderes wechseln und dann kann man's zerlegen. Und dasselbe hier auch nochmal. Dies waren eh alles keine besonderen Fänge jetzt irgendwie. Was haben wir hier? Tierfett. Und was kann ich jetzt mit dem Fleisch machen? Boah, was wir auch noch an Wertgegenständen haben. Könnten wir noch verkaufen. Materialien. Ist hier noch irgendwas, was man zerlegen kann? Hier, den können wir noch zerlegen, den Vogel. Den Vogel hier wahrscheinlich auch. Öffnen. Federn zur Herstellung von Gegenständen. Eine Sammlung an Federn zur Herstellung von Gegenständen. Okay. Aha. So, Zutaten. Da könnte ich jetzt kochen. Wenn ich jetzt an die Kochstelle gehe, ans Feuer, kann ich mir das da kochen? Oder muss ich mein eigenes Feuer machen? Ne, ich glaube, hier kann ich mir nur einen Topf nehmen. Dann nehme ich mir nochmal eine Schale. Aber theoretisch können wir uns wieder welches herstellen. Theoretisch können wir uns wieder was zu essen herstellen, wenn wir unterwegs sind. So, den Eintopf ziehen wir uns jetzt erstmal nochmal rein. Okay, unser Dead Eye füllt sich dadurch nicht mehr. Wir können uns nochmal ausruhen und ich wollte sowieso mal wieder rasieren. Weil wir sehen echt scheiße aus. Nicht nur, weil wir ungesund sind, sondern auch so sehen wir richtig scheiße aus. Ach, mein Lager ist da. Schlafen. So, das machen wir jetzt nochmal. Und dann werden wir in der nächsten Folge an der Stelle weitermachen, Leute. Da starten wir dann direkt die nächste Mission. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Leute, aktiviert die Glocke, denn dann merkt ihr auch, jeden Tag um 15 Uhr kommt die nächste Folge Red Dead Redemption 2. Bis dann, Leute. Bleibt stabil, haut da rein und bis dann. Ciao.